Hallöchen, ihr Lieben. Heute gibt es bei mir wieder was ganz Tolles, was wir gemeinsam basteln werden. Vorab wünsche ich euch ein gesundes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter in das neue Jahr gerutscht. Und ja, dementsprechend habe ich mir auch hier eine wunderschöne Karte einfallen lassen. 2023, glückliches neues Jahr. Ja, das wünsche ich euch allen. Und ja, wir basteln heute gemeinsam diese wunderschöne Karte. Wenn ihr wissen möchtet, wie ich die gebastelt habe, dann bleibt jetzt unbedingt dran, denn das zeige ich euch jetzt. Übrigens findet ihr in der Infobox alle Informationen zu den Bastelsachen, die ich jetzt hier benutzen werde. Schaut da auf jeden Fall mal rein. So, jetzt geht's los. Bei meiner Karte fange ich heute mit der Grundkarte an. Die habe ich mir schon in dem Maß 21 x 14,8 cm zurechtgeschnitten. Jetzt muss ich sie in der Mitte falzen. Dafür lege ich die lange Seite hier oben an. Und gefalzt wird bei 10,5 cm. Das war es auch schon. Jetzt kann ich das Schneide- und Falzbrett zur Seite legen. Nehme mir gleich mal mein Falzbein und falze die Linie noch mal richtig schön sauber nach. Darauf kommt später dieses weiße Papier, noch weiße Papier, denn ich mache es ja gleich farblich mit Distrix-Oxidfarben. Wer hätte es gedacht? Ja, dieses Papier habe ich mir zurechtgeschnitten in dem Maß 10 cm mal 14,3 cm. Die Grundkarte packe ich mir mal an die Seite. Und welche Distrix-Oxidfarben werden es heute sein? Es wird heute die Farbe Moved Lawn sein und Twisted Citron. Die Twisted Citron-Farbe werde ich hauptsächlich in der Mitte hier verteilen und außenrum kommt dann die Farbe Moved Lawn. Ja, dann fange ich ganz einfach mal an, habe hier meine Blending-Tools und starte ganz einfach mal. Ich habe hier jetzt noch ein bisschen von der Farbe Moved Lawn. Ich gebe jetzt noch etwas Wasser dazu. Brauche gleich noch ein Pinselchen. Und zusätzlich mache ich mir gleich hier daneben auch noch mal einen Fleck nur mit Wasser. Denn ich brauche jetzt den Pinsel. Fange erstmal mit dem Wasser jetzt nur an. Und mach einfach ein paar Spritzer drauf, erst mit Wasser halt und dann mit dieser Farbe. So. Dann mit ein bisschen Küchenpapier drüber tupfen und dann sieht man diesen tollen Effekt. Ich denke mal, das reicht jetzt schon. Jetzt ist die Farbe an der Reihe. Mir ist das noch so ein bisschen zu hell, deswegen gebe ich jetzt noch etwas Black Suit einfach hier auf meine Folie und werde ebenfalls das mit Wasser noch benetzen und mit dem Pinsel hier auch noch mal auf mein Kärtchen ein paar schwarze Tupfer drauf geben. Das muss jetzt erstmal trocknen und dann können wir mit dem Stempeln beginnen. Ich zeige euch jetzt mal das Set, was ich jetzt nutzen werde. Und zwar ist das hier von Lawn Fawn. Da nehmen wir zwei Stempel, später das Blatt und jetzt erstmal diesen Marienkäfer. Die werde ich mir auf weißem Farbkarton mehrmals aufstempeln. Ich denke mal, so mindestens 20 werden wir bestimmt brauchen. Wenn wir welche über haben,
Ist ja nicht so schlimm, können wir ja für eine andere Bastelei dann verwenden. Ja, dann fange ich mal an zu stempeln. Ich habe mir hier einen weißen Papierstreifen rausgesucht, so ein Reststück. Und ja, dann fange ich einfach an zu stempeln. Kolorieren werde ich meine Mutschkäppchen dann mit Treeblend-Stifte. Anschließend benutze ich auch noch Buntstifte. Und Highlights werde ich auch auf die kleinen Marienkäfer hier mit einem weißen G-Stift setzen. Die Marienkäfer habe ich jetzt alle ausgemalt und ausgeschnitten. Nun kommen sie aber erstmal an die Seite, denn ich nutze jetzt auch nochmal das Stempelset von eben mit dem Blatt drauf. Das Blatt, das werde ich mir in schwarzer Farbe hier ringsherum aufstempeln. Ich habe mir darunter auch schon ein Schmierblatt gelegt. Ja, und dann fange ich einfach mal an. Super geklappt mit dem Blatt. Jetzt geht es weiter und zwar möchte ich jetzt embossen. Ich habe mir ein silbernes Puder ausgesucht. Dazu brauche ich jetzt auf jeden Fall meine Stempelhilfe. Ich zeige euch mal den Spruch, den ich mir ausgesucht habe. Und zwar ist es dieses Set hier, das Stempelset mit dem Spruch Glückliches Neues Jahr. Und das möchte ich mir hier unten dann unter die Marienkäfer einmal embossen. In Silber, wie gesagt, ja. Dazu brauche ich ja das Pulver, dann die Stempelhilfe, den Stempel, die transparente Stempelfarbe oder Stempelkissen eher gesagt. Dann ein Pudersäckchen, einfach ein Strumpf gefüllt mit Babypuder und zusätzlich noch einen Föhn. Ja, mehr brauchen wir nicht dazu und dann fange ich einfach mal an. Seid auf jeden Fall sicher, dass die Stempelfarbe jetzt hier trocken ist, denn dann können wir auch mit dem Pudersäckchen hier einfach rübergehen. Das Puder kann man ja nachher mit den Fingern ganz einfach wieder wegstreichen, falls euch jetzt die Farbe etwas zu blass geworden ist durch das Puder. So, dann muss ich einfach nur meinen Stempel erstmal hier anordnen. Dann trage ich vom Stempelkissen jetzt hier einfach diesen transparenten Kleber, so nenne ich das immer, weil da nämlich das Puder nachher haften bleibt. Das ist für mich immer sowas wie ein Kleber. So, trage ich einfach auf. Leg das hier rüber. Kurz mal andrücken. Dann könnt ihr schon ganz vorsichtig hier gucken, ob alles wunderbar geklappt hat. Kleiner Tipp von meiner Seite, wenn ihr keine Ü-Punkte oder I-Punkte bekommt durch das Stempeln, dann könnt ihr zum Beispiel, so wie ich es jetzt tatsächlich gemacht habe, von der Pinzette diese Kappe hier nehmen, nur als Beispiel oder sowas ähnliches, ja, und das einfach hier draufsetzen mit diesem transparenten Stempelkissen und dann das Pulver darüber geben. Das hat jetzt bei mir wunderbar geklappt. Und ja, das macht schon was her, dieses Embossen. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr edel jetzt aus. Jetzt kann ich mir meine Marienkäfer nehmen
Und auf meiner Karte sollen Sie die Zahl 2023 schreiben. Nachdem jetzt jeder Marienkäfer hier drauf seine Position gefunden hat, kann ich sie nun aufkleben. Wenn ich meine Marienkäfer aufgeklebt habe, brauche ich jetzt das einfach nur noch auf meine Grundkarte kleben. Ich klebe mir das so auf, dass ich ringsherum einen gleichmäßigen weißen Rand habe. Wenn ich das jetzt auch gemacht habe, ist meine Karte fertig gebastelt. Ja, ich hoffe, ihr Lieben, es hat euch wieder Spaß gemacht zuzuschauen. Wenn es so ist, lasst doch gern ein Däumchen nach oben da und lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Videos sehen möchtet. Ich danke euch fürs Zuschauen, bleibt gesund, dann bis zum nächsten Mal bei Jackies Bastelwelt. Tschüss!